Hallo und herzlich willkommen zu meiner persönlichen Horror- und Angstetappe des Giro Italias. 257,6 Kilometer, hügelig bis ins Ziel. Ich befürchte für heute ganz, ganz Schlimmes. Ich hoffe, dass das Tempo nicht allzu hoch ist. Aber ich befürchte, dass es das sein wird. Top-Favoriten sind Pozzo Vivo und Aru. Zumindest vorne mit dabei. Pozzo Vivo ist wirklich der Top-Favorit. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss vor der heutigen Etappe. Ich glaube, dass wir abgehängt werden. Kommt jetzt auch auf die Tagesform an bei uns. Und wie schnell das Tempo auch in der Anfangsphase ist. Ich hoffe, dass wir da vielleicht ein paar Körner sparen können. Unsere Ausdauer ist nach wie vor nur ganz gering. Und deswegen sind diese langen Etappen eben nichts für uns. Weil unser grüner Balken dann deutlich weniger ist. Und der grüne Balken bestimmt ja auch, wie viel Kraft man quasi in der finalen Phase noch hat. Und da sind wir einfach nicht gut genug. Da fehlen uns die Jahre Erfahrung. Na gut, wir schauen es uns einfach mal an. Wir rollen ein bisschen mit. Bislang lief der Giro ja verdammt gut für uns. Wir sind Zweiter in der Gesamtwertung. Wir führen in der Bergwertung und in der Unter-25-Wertung. Bin mal gespannt, wie sich das heute verändern wird. Wie gesagt, die Tagesform ist extrem wichtig. Wenn wir plus 2, plus 3, plus 4 oder plus 5 eben bekommen, dann haben wir Chancen, möglichst wenig Zeit zu verlieren. Alles andere wird uns, glaube ich, dann 2-3 Minuten kosten. Also, ist jetzt vielleicht sehr, sehr negativ ausgedrückt, aber wir kennen ja, wir sind ja einige Klassikerrennen gefahren und da sind wir eigentlich immer ordentlich abgehängt worden. Egal, was wir gemacht haben, selbst wenn wir quasi nur in der Gruppe mitgefahren sind, wurden wir ordentlich abgehängt. So, ich habe ein bisschen Bammel. Bislang ist das Tempo nicht besonders hoch. Wir fahren vorne mit und Nibali in Reichweite. Wie gesagt, Pozzo Vivo ist heute Top-Favorit für die Etappe. Wir sehen ja auch im roten Trikot Nizzolo, Astana, die die letzten vier Etappen allesamt gewonnen haben. Wir konnten bislang noch keine Etappe gewinnen, aber wie gesagt, wir vereinen zwei Trikots auf unseren Schultern. Astana hat die anderen beiden, das Sprinttrikot und das Führungstrikot. Wir haben das Bergtrikot und unter 25-jährigen Trikot auf unseren Schultern. Also steht es da quasi 2-2. In der Teamwertung führen wir, glaube ich, mit 5 Sekunden Vorsprung. Aber ich denke mal, der Giro ist noch lang. Da wird noch viel, viel, viel passieren. Und wie gesagt, ich glaube, dass heute schon einiges passieren wird. Ich befürchte, wie gesagt, dass wir eines der Opfer sein werden der heutigen Etappe. Ja, lass uns auf uns zukommen. Es sind immer noch 170 Kilometer bis ins Ziel. Die Tagesform wird jetzt hier erstmal als Strich zur Seite angegeben. Pozzo Vivo hat sogar noch einen Pfeil nach oben. Wenn der natürlich noch eine gute Tagesform hat, dann fährt er uns heute kaputt. Bislang sieht es aber noch ganz gut aus. Tempo ist konstant. 3,5 Minuten haben die vier Ausreißer vorne Vorsprung. Schauen wir uns mal an, wer es ist. Bernas, Rubiano, Olivier und Nardelli. Rubiano, guter Bergfahrer. Er hat gute Chancen, die Etappe zu gewinnen, wenn die Gruppe durchkommt. Was ich allerdings nicht glaube, weil das Tempo jetzt schon wieder hinten schneller wird. Die lassen sie auch nur rund 3 Minuten weg. Und das Tempo im Finale wird so schnell sein. Da haben die Jungs keine Chance. Jetzt ist es noch etwas flach. Jetzt geht es gleich in einen kleinen Berg rein. Allerdings keine Bergwertung. So 2,5-3% steil im Schnitt. Nichts Gravierendes. Tempo ist auch weiterhin niedrig. Puls bei uns ist etwas höher als bei den anderen Fahrern, bei Aru und Pozzo Vivo. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon was unbedingt über die Tagesform aussagt. Oh je, oh je. Ich muss ja positiv an die Sache rangehen. Chaka, wir schaffen das, aber ich glaube irgendwie, das hat ein ganz schlechtes Gefühl für die Etappe. Unsere Mannschaft ist hier vorne im Formationsflug fast. 5-6 Fahrer inklusive uns. Ich möchte da jetzt ein Plus sehen. Bei uns ist es eine 0, bei Pozzo Vivo plus 4.
Bagi hat eine plus 5, Aro minus 1. Puh, ja, 0 ist okay. Aber nicht überragend. Ich denke, Pozzo Vivo wird heute die Etappe gewinnen, wenn alles normal läuft. Er wird jetzt gerade um die Punkte gesprintet, deswegen ist der Puls bei allen auch mal kurz nach oben geschossen. Bislang aber dankenswert ruhig die Etappe. Wir sehen schon, der grüne Balken ist bei uns weiter hinten, als das jetzt bei Pozzo Vivo der Fall ist. Gut. Wir geben unser Bestes, es sind immer noch 100 Kilometer bis ins Ziel. Das ist einfach eine ewig lange Etappe, sehr ungewöhnlich lang für eine Rundfahrt und natürlich für uns absolutes Gift. Solange das Tempo so ruhig ist wie jetzt, ist das noch okay. Aber wenn das Tempo jetzt gleich angezogen wird, dann haben wir gleich Probleme. Geht jetzt hier noch eine Abfahrt rein. Oben sind wir die Gesamtwertung, also die Teamwertung. 5 Sekunden sind wir da vorne. Jetzt geht es gleich in den Berg der vierten Kategorie. Ich weiß nicht, ob das Tempo da jetzt schon mal leicht erhöht werden wird. Ist der steil, aber das ist ja nur ein Kilometer höchstens. Anderthalb. Ja, da fahren sie jetzt schon etwas schneller rein. Wenn wir jetzt trotzdem nicht nach vorne fahren wollen. Mit der kurzen Strecke kann man eigentlich keinen Abstand fahren, aber wird die Gruppe auch nicht reißen. Unsere Jungs machen vorne das Tempo, es sind jetzt auch nicht die perfekten Bergfahrer. Von daher fahren wir hier noch relativ locker rüber, obwohl unser Puls jetzt schon auf über 150 hoch ist. Und jetzt scheint das Tempo auch schneller zu werden. Und es sind noch 71 Kilometer bis ins Ziel. Und danach wie vor die Null stehen. Und jetzt wird hier ordentlich Tempo gebolzt. Eieiei. Noch ist es okay, noch sieht alles okay aus. Bin mal gespannt. Jetzt haben wir den gelben Balken fast wieder komplett voll. Alles, was unter 140 ist, bringt den gelben Balken auch wieder zurück, der jetzt auch wieder komplett voll ist. Das sieht bislang gut aus. Aber es kann auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Mal sehen, wie schnell die jetzt hier fahren. In der ebenen Puls von 153. Jetzt hier ordentlich zur Sache und jetzt geht auch der gelbe Balken zurück. Allerdings tut er das bei Pozzo Vivo und Aru genauso. Ich denke mal, dass wir erstmal in einer ordentlichen Position sind. Points holt jetzt Wasser oder hat sich auf jeden Fall zurückfallen lassen. Boah, Mann, Mann, Mann. Wir heizen hier jetzt rein. Wir werden immer mehr durchgereicht, logischerweise. Ich will den Puls aber gar nicht erhöhen. Ach scheiße, ja, jetzt sind wir schon ganz schön weit zurück im Feld. Jetzt haben wir Glück und wir können jetzt ein Stück vorfahren. Oh Mann, 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 heizen die hier rein. Okay, jetzt ist das Tempo wieder etwas ruhiger geworden. Können wir auch wieder ein bisschen Gas rausnehmen, ein bisschen regenerieren. Ausreißer sind immer noch weg, der gelbe Balken hat ordentlich gelitten. Nein, macht das Tempo nicht schneller, Jungs. Ruhig fahren, ganz ruhig. Ist so schön, ja, guckt euch doch mal die Gegend an. Jetzt wird attackiert, scheiße. Wird da hinterhergefahren? Wer war das mit der Attacke? Er wagt es zu attackieren, Mescon und Fessing. Ja, das Feld reagiert aber nicht. Gelbe Balken wächst wieder, aber nicht so stark, wie er es bei Aro und Pozzo Vivo gemacht hat. Ein langsames Tempo, perfekt für uns. Jetzt gibt es gleich nochmal eine kleine Abfahrt, der gelbe Balken wächst und wächst. Dann noch die zweifache Geschwindigkeit.
bevor es dann gleich in diesen kleinen Anstieg da reingeht. Immer noch 30 Kilometer und es sieht aus, als wären wir kurz vorm Ziel. Der gelbe Balken wächst und wächst. Jetzt müssen wir vorne dabei sein. Sind wir kurz stecken geblieben. Jetzt geht es hier nochmal bergab. Jetzt noch gleich vorne in diesen Hügel rein. Wird so Vivo attackiert. Müssen wir fahren lassen, aber jetzt müssen wir natürlich selber unser Tempo auch mitfahren. Die können doch nicht alle an uns vorbeifahren. Total, warum denn? Ihr habt es auf 80 gestellt. Die können doch nicht alle an uns vorbeibrausen. Ja, hallo? Gestellt. Die können doch nicht, kann doch nicht das komplette Feld an uns vorbeifahren, wenn ich auf 80 stelle. Ich meine, wir sind jetzt ja auch nicht unterirdisch schlecht beim Hügelfahren. Total. Also das ist schon heftig, dass wir da jetzt so durchgereicht wurden, aber wir sind noch im Hauptfeld drinne. Jetzt aber jetzt direkt den Gegenhang. Dass es wieder richtig steil hochgeht. Ich weiß nicht, wie lang der Anstieg ist, aber er wird nicht besonders lange sein. Ich hoffe mal, dass wir jetzt noch ein Stück nach vorne fahren können. Ansonsten wird es hier vorne nämlich ordentlich Lücken geben, aber das, ich habe es mir schon fast gedacht, dass wir hier so schwach sind. Und das wird noch ein langer Anstieg werden. Jetzt sind wir schon im roten Bereich. Gleich sind wir platt. Pozzo Vivo wird ordentlich Zeit auf uns gut machen. So, und jetzt sind wir durch. Das wird eine bittere Etappe für uns. Wir sehen, hier vorne sind sie aber auch schon ziemlich fertig. Allerdings reißen jetzt hier wohl auch schon die ersten Lücken. Wenn wir Glück haben, rollt es irgendwie wieder zusammen, aber es sind ja auch nur noch 4-5 Kilometer bis ins Ziel. Eieieiei. Betancur ist hier bei uns. Trains da vorne, aber. Was? Absolut. Aber wenn ich mir den grünen Balken anschaue, Pozzo Vivo hat natürlich viel, viel mehr Energie als wir. Auch noch ein plus 5 Tag. Einfach nur zum Kotzen. Ich gehe jetzt mal auf 99, auch wenn das alles keinen Sinn mehr macht. Wir werden heute richtig viel Zeit verlieren. Wir haben heute wahrscheinlich die Rundfahrt verloren. Pozzo Vivo fährt jetzt schon Richtung Ziel. Und wir haben noch 3 Kilometer zurückzulegen. Gilbert gewinnt vor Yates und Pozzo Vivo. Und wir sind noch lange nicht im Ziel, weil noch 2 Kilometer zurückzulegen. Ja, so viel zu den 2-3 Minuten, das wird mehr. Da vorne fahren unheimlich viele drüber und jetzt kommt hier quasi in der letzten Gruppe kommen wir ins Ziel. Mit über 4 Minuten Rückstand. 4,5 Minuten. Das ist schon brutal. Also es ist schon ziemlich heftig gemacht in dem Spiel. Dass die Unterschiede da so groß sind von Berg zu Hügel, finde ich ein bisschen komisch. Also ein guter Bergfahrer kommt trotzdem noch einen Hügel relativ gut hoch, aber das war hier ja gar nicht der Fall. Ich meine, wie wir da durchgereicht wurden, obwohl wir auf Wert 80 gestellt hatten, ich meine, was soll ich anderes machen? Die sind ja komplett an uns vorbeigerauscht. Ja, das war's dann mit unseren Gesamtklassement-Ambitionen. Gilbert gewinnt am heutigen Tag. Das sind jetzt nur noch 13. in der Gesamtwertung mit 3,46 Rückstand. Selbst Warren Barguil ist an uns vorbeigegangen. Heute 4 Minuten 15 verloren. In der Gesamtwertung führt Pozzo Vivo jetzt vor Pinot und Yates. Auch Nibali hat heute ordentlich Zeit verloren. Aru hat 1,38 bekommen. Aber das war jetzt schon sehr, sehr ernüchternd. Wir müssen schauen, dass wir auf der 8. Etappe vielleicht wieder ein bisschen Zeit gut machen. Aber ich glaube nicht persönlich, also persönlich nicht wirklich dran. Das Bergtrikot haben wir nochmal behalten.
Punktewertung haben wir natürlich nichts geholt. Selbst in der Juniorenwertung sind wir nur noch Dritter. Da ist Adam Yates jetzt natürlich vorbeigezogen, auch vom Molo wieder. Also sehr enttäuschende Etappe. Ich habe es aber befürchtet, dass es so enden wird. Aber wir schlagen vielleicht morgen zurück. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Bergankunft des Giros. Bis gleich.